auf eine Art hin, wie ich sie hier habe, mit einem Arzt gelegen, bedeutet das. Statt in Brasilien, was bedeutet Brasilien? Eine der fünf Bundesländer der Menschen aus der Antike. Und was bedeutet? Was bedeutet? Alle Völkerstämme. Alle Völkerstämme. Die Stadt liegt immer noch, wie gesagt, wie die Antike, in der Nähe des heutigen Flusses Manavgat. Manavgat. Oder der damalige Melas. Melas-Flusse. Die Reste von Tide verteilen sich über 45 Hektar und platzieren zumeist in das 1. und 14. Jahrhundert nach Christi. Der Name der heutigen Stadt Tide bedeutet immer noch im einheimischen Sprache Sidetisch, also Granatwaffe, wie schon gesagt, Sprache, die bis Alexander I. zu einfach nicht gesprochen worden ist. Ja. Und diese Frucht, die wir gesehen haben, Granatwaffe, diese Frucht, war in der Zeit von ca. 500 vor Christi, oder vor Christi, zur römischen Kaiserzeit, auf den Münzen, auf den Münzen abgebildet. Also so wie die antike Stadt Aspendos, diese alte Stadt, diese eine von zwei Freistädten, die auf der 550 ihre eigene Münze geprägt haben. Das heißt, das war zwei Reiche, die größte Menschen. Der Hafen der Stadt, der Hafen der Stadt, machte sie zum Lager des Seehandels und zu einem Zentrum des Sklavenhandels in kleinen Orten. Das spielt auch für die Sklaverei eine größere Rolle, wo es mit dieser getrocknete Fisch aus Ägypten. Im hellenistischen Römischen geht es auch für die Segen den Mittelmeerflotten aus Asien und Asien. Und Schatz noch nie für diese Stadt. Der Stadtbegründer, der Stadtbegründer von der heutigen Stadt, Antalya, die damals Antalya umbenannt worden ist. Nachdem der Herrscher gewesen, der römische genannt, 129 Jahre die Provinz Asien, oder Fernasien, gegründet hatte, war die Stadt Tide am weitesten Städten von der Provinzstadt von Tide. Und Kaiserin entfällt Asien beide Städte miteinander zu verbinden, ist ein Stadtalter, eine Straße zwischen beiden Orten bauen. Und das war genau so, bis nach Herkulot, bis nach Herkulot. Während des 20. und 1. Jahrhunderts von der Bundesliga zu einer Oase in Asien, die den Hafen, die der heutigen Hafen, die Sklavenmärkte zu verstreuen, ihre Gefangenen nutzte. Genau war das die Stelle, wo Ostfalen immer der römische Kaiser steht. Das ist eine quadratische, die wir uns auch als Grundriss quadratische Grundriss, das Gewicht des Tor gedient hat, der dafür das Gewicht des Tor, das ein Schutz, wir sehen immer noch, dass die kleinen Tiers, die mitten auch in der Stadt sitzen, hier auf der Erste, die hier übernachtet, also Can Garden Beach, stellen Sie sich ein Hotel vor, die mitten in einer Antikstadt gebaut wird. Ja, aus dieser Stadt, eine lebendige Stadt. Hier an der Tafel, du rechts, hier sehen Sie die Promenade, also wo die Sonne schimmert. Hinter dieser Sonne schon eine wunderschöne Promenade.
die von Zinne aus bis Rede, also das Kunke, der Strick bis Kunke, man kann von Zinne aus, ja, so, man einfach bis am Ende des Gebiets Kunke, ja, spazieren gehen. Viele haben gehört, wenn sie das messen, das geht auch direkt in unsere Brüche in Hotel, Kirchen, ja, auch Kirchen, Kirchen, von Kirchen aus kann man auch bis in die Stadt ziehen, laufen, ja. Wenn man vom Hafen, dann kann ich geradeaus bis in Polizei, und wenn sie dann den Landkreis bilden würde, dann kommen sie direkt vom Theater, und wenn sie überqueren, dann kommen sie automatisch direkt wieder zu den Provinzen. Das kostet ungefähr, ja, wenn ich so viel laufe, das verstehe ich nicht. Wer sich schwitzt, eineinhalb Stunden kostet diese Brücke Spaziergang zwischen den anderen großen Stadt-Siege. Hier sehen wir eine Ausnahme, einfach Hotels. Von Ziele aus geht es bis nach Kemmer, von Ziele aus versteht sich bis nach Alanya. Egal welches ich hier faste, man wird die meisten Anlage und Hochwerk, Wasser, all die Dinge plus noch groß sind, wenn man auf 10. November leider geschlossen. Wer sich hier bis 15. oder bis nächsten 20. Oktober kommen, die sehen, dass sie sogar auch Gäste hier in der Kommerde, sobald man der Oktoberkopf, also Novemberkopf, da sehen sie keinen Menschen auf der Straße. Also richtig, sieht wie in Schule aus, wie ein Tier, kein Menschen auf der Straße. Und das ist die Flüsse, die Schiffe auf dem Platz, die Wüste, der Parkplatz, die zum Geld, so viel Geld bezahlt. Und jetzt hier, noch 4 Monate. Das ist super
Thank you.